Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn, der uns liebt, der uns beisteht, der uns heiligt und uns reinigt. Und ich bin dankbar, dass wir noch Gnadezeit haben, aber eins weiß ich lange noch nicht mehr. Es wird nicht mehr lange gehen. Und ich weiß genau, dass die Spötter große Augen machen werden und mit Elefantentränen dastehen werden, ohne Worte. Es wird die Zeit kommen und es kommt bald, dass Jesus Christus wiederkommt. Und heute wollte ich über das Thema Heiligung sprechen. Sowohl als Alte Testament, Offenbarung und in der Gnadezeit. Aber bevor möchte ich noch ein paar Dinge loswerden über das Kommen Jesus Christus, jetzt, bald. Erstens müssen wir sehen, dass nach dem Kalender des Judentums, was zählt beim Gott? Es ist sein Kalender. Er hat seinem Volk genau gesagt, ab wann sollen sie denn Jahr anfangen zu zählen. Das war bei dem Auszug aus Ägypten. Und dieses Jahreswechsel 2017-2018 wird theoretisch erst im April geschehen. Wir nach dem neuen Kalender haben wir das schon im Dezember, Januar gehabt, aber nach dem jüdischen Kalender passiert es erst im April. Und dieses Jubiläumsjahr ist sehr wichtig. Das ist das letzte Jubiläumsjahr, was die Juden hier auf der Erde erleben dürfen. Und eins ist wichtig zu wissen, wer es glauben möchte. Wenn wir Ezekiel lesen, Jesaja, sehen wir, dass es wird das dritte Weltkrieg auch wirklich losgehen. Es wird anscheinend ein kurzes Krieg, aber heftig. Und dieses Krieg wird dann wahrscheinlich auch ermöglichen, das Auftritt des Antichristen. Aber dieses Weltkrieg wird nicht beginnen, bevor die Gemeinde entrückt wird. Da bin ich überzeugt davon. Und weil dieser dritte Weltkrieg bezieht sich auf Israel und hat mit Israel zu tun. Und das heißt, da fängt an das neue Bund mit Israel, das Bund, was Gott denen schon längst versprochen hat. Israel gehört jetzt noch zu den Nationen. Ab da wird Israel wieder als Volk Gottes betrachtet. Und das wollen viele nicht unterscheiden, aber obwohl die als Lehrer in Gemeinden sind und die Bibel auslegen, dass nicht jeder den Herrn wartet, das überrascht mich nicht. Wer nie verliebt ist, der hat auch keine Sehnsucht nach seiner großen Liebe, ja. Aber wer verliebt ist, der kann kaum abwarten, seine große Liebe in die Arme zu nehmen und mit ihm zusammen sein. Und wir sehnen uns, ich sehne mich nach dem Bräutigam,
Ich sehne mich nach dem Christus. Ich sehne mich nach der Heimat, der mir gehört im Himmel, der mir das Wort Gottes versprochen hat. Und ich glaube fest daran. Und was die anderen sagen, das nehme ich so an, aber ich weiß, sie werden bös überrascht sein an dem Tag, wo wir nicht mehr da sind. Böse Überraschung. Ja, heute ist Gnadezeit, heute hast du noch Zeit, dich zu bekehren, im Glauben, diese Gnade, die umsonst ist, noch heute anzunehmen. Du weißt es selbst, was du machen willst. Es ist deine Entscheidung. Es geht eigentlich ein klein bisschen Wirbel um diese letzte Posaune. Auch viele betrachten das als die letzte Posaune in der Offenbarung. Aber es ist nicht die Posaune aus der Offenbarung. Paulus wusste noch gar nicht, was Johannes in der Offenbarung gesehen hat. Das wurde erst nachher geschrieben. Aber das spielt auch keine Sache hier, weil Paulus hat das von Jesus Christus selbst offenbart gekriegt. Und diese Offenbarung gehört uns, der Leib Christi, der zum Christus gehört. Und das müssen wir für uns ernst nehmen. Und diese Posaune, meine Lieben, ist nicht die Posaune aus der Offenbarung. Es ist so, in der 1. Korinther 15, 52 schreibt es, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt. Und da wird es verwandelt in Unverweslichkeit. Aber in 1. Thessaloniker 4, 16 beschreibt es Paulus ein bisschen näher. Und er sagt, denn der Herr selbst wird bei Befehl, Ruf, bei der Stimme seines Erzengel und bei der Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und die Toten in Christus ist das Leib Christi. Das bezieht sich nur auf die Gemeinde der Gnadezeit und nicht die Zeit der Offenbarung oder was auch immer. In jedem Fall. Also, ich möchte hier ein bisschen eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo Gott sich offenbart, Moses und dem Volk, dass ihr mal seht, auf was sich auch Paulus hier bezieht. Und zwar in 2. Buch Mose 19. Da beruft wegen Gesetzgebung und Klärungen in der Hinsicht auf dem Berg den Mose, und es wird gesagt, dass die Juden, also der Israel, darf nicht mal das Berg antreten, weil sie sterben, weil Gott lässt es nicht zu, seine Heiligkeit lässt nicht zu, weil sie auch nicht geheiligt sind. Und da komme ich aber noch dazu, auf diese Geschichte wieder, wenn ich über die Heiligkeit spreche. Und er befiehlt, dass er am dritten Tag, da wird gesagt, da muss der Volk sich die Kleider waschen, so wie in der Offenbarung, aber in Offenbarung in der Blut Christi. Und hier müssen sie sich waschen, die Kleider natürlich im Wasser und so. Aber es bezieht sich eigentlich alles auf dasselbe, ähnlich, ja, Reinigung. Und dann am dritten Tag kommt Gott, der Herr. Und was lesen wir, wie kommt er? Und es geschah am dritten Tag, also 2. Buch Mose 19, Abvers 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Also wir sehen, dass oft die Ankunft des Herrn
mit Hörnerschall, Posaunen angekündigt wird. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass das Herkunft, wenn der Herr selbst kommen wird, wird es dann offiziell im Himmel geposaunt. Auch die Kelche und die Zornen, also das Ausgießen des Zornes, wird vorher geposaunt und dann kommt das Zorn. Wird das Kelch ausgegossen und dann kommt das Zorn. Und so wird es auch posaunt, das Kommen des Herrn über die Wolken, wo wir ihn dann treffen werden. Wir werden dann von hier entrückt. Und diese letzte Posaune ist für mich auch das letzte Kommen Christi als Lamm Gottes, weil die Gnadezeit ist geschlossen. Und ab da gibt es keine Gnade. Es wird natürlich in der 70. Jahrwoche auch Auserwählte sein und es werden diejenigen, die im Blut Christi ihre Kleider waschen. Das ist aber keine Gnadezeit mehr, weil in der Gnadezeit, sagt Paulus, werden wir selbst gereinigt, selbst gewaschen, nicht von uns selbst, sondern durch den Geist Gottes, durch Christus selber. Und da schreibt in Thessaloniker klar, es ist ein Befehlruf der Vereinigung des Leibes mit Christus selbst. Da kommt Christus öffentlich nur für die Seinen, aber ich denke und ich bin überzeugt davon, dass das hier auf der Erde bemerkbar wird, wahrscheinlich auch durch Erdbeben oder durch, die werden es schon merken, da ist was Gewaltiges los. Das Ankommen Christus in seiner Herrlichkeit jetzt, diesmal, nicht als Mensch in einen Stall geboren, sondern als Verherrlichter. Das wird so viel Macht mit sich bringen, so viel Herrlichkeit, da wird die Welt es merken. Und es werden viele Tränen vergossen werden. Und meine Lieben, wir sollen beten, dass wir bereitet werden für dieses Treffen. Das wird bald kommen. Und eins sollt ihr wissen, wir haben Verheißung. An den sollen wir uns festhalten. An den sollen wir uns festhalten. Also diese letzte Posaune in 1. Korinther 15 ist nicht die Posaune aus der Offenbarung, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und Paulus sagt in Korinther, denn Posaunen wird es. Es ist der Befehl Gottes. Und der Befehl Gottes wird durch ein Posaun, das sagt in 1. Thessaloniker, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes. Es ist eine göttliche Sache. Und warum das letzte Posaune ist, da kann man drum spekulieren. Aber ich denke, es ist die letzte Posaune der Gnadezeit. Wir haben viele, viele Anzeichen für sein Kommen, jetzt schon, sehr vieles. Das sollen wir ernst nehmen.
Wir sollen darum nicht spekulieren, aber wir sollen ernst nehmen. Und ich bin überzeugt, dass die nächsten paar Wochen, ich denke nicht Monate, das passieren wird. Natürlich, wir kennen die Stunde nicht, aber wir kennen die Zeit. Wir kennen die Zeit. Weil Jesus hat uns deutlich gemacht, wenn ihr das seht, dann ist die Zeit gekommen. Paulus hat schon damals gesagt, die Stunde, und Johannes sagt auch, Petrus sagt auch, die Stunde ist gekommen, die Stunde ist da, meine Lieben. Und wenn die Stunde da war damals, dann ist die letzte Sekunde da heute. Und die Spötter können lachen und können sagen, was sie wollen. Aber lasst euch nicht verirren, das ist nicht Posaune aus der Offenbarung, sondern es ist der Schall Gottes, der erklingt bei diesem großes Ereignis, was dann passieren wird, wenn Jesus für uns kommt. Und er kommt bald. Das andere Thema, was wichtig ist für mich, ist das Thema Heiligung. Da haben sehr viele Leute Probleme. Und ich möchte die Thema Heiligung ein bisschen aus der Altes Testament und Neues, also die Gnadezeit, ein bisschen erklären. Es sind sehr viele Parallelen, aber es ist ein großes Unterschied dennoch. Und wir können vieles lernen und in vielen Sachen können wir da im Glauben stark werden, wenn wir das annehmen. Ich habe bestimmte Sachen aus dem Alten Testament rausgenommen. Erst einmal lasst uns sehen, Moses ist berufen worden als Kind, geboren als jüdischer Mann, Staatsbürger oder wie man das so nennen soll, aufgewachsen im Haus Pharao, und er kommt und sagt, ich rette Israel, ja. Und Gott lässt das nicht zu, er muss flüchten, weil seine Zeit ist nicht gekommen. Erst seine Berufung hat er dann aufnehmen können, als Gott gesagt hat, jetzt geh. Bei Mose sehen wir ganz deutlich, aber auch beim Jesus sehen wir sehr deutlich, Gott hat uns gerettet und hat uns gerufen, dass wir zu ihm gehören. Dass wir ihm gehören. Er hat uns nicht berufen und er hat uns auch nicht gerettet, dass wir einen Diener haben, der ewige Gott ist, der das tut und macht, was wir wollen. Wir sind Glieder in seinem Leib. Israel war sein Volk. Und deswegen, diejenigen, die das getan haben, was Gott geboten hat, hatten immer den Segen Gottes mit sich. Immer. Und das waren nicht unbedingt sehr schwere Dinge, manche vielleicht schon, aber grundsätzlich, du sollst keine anderen Götter haben außer mir. Du sollst vergeben, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, du sollst deinen Nächsten lieben. Das waren Sachen,
wo man eigentlich, wenn man darauf geachtet hat, machbar ist. Und Mose musste das auch lernen, dass er wurde berufen, nicht dass er etwas für Gott macht, sondern Gott wollte durch ihn was Großes tun. Und das ist ein sehr großes Unterschied. Und wir sehen zweimal in der Bibel eine gewaltige Sache. Josef 5,15 und 2 Mose 3,5. In 2 Mose 3,5, da ruft Gott in einen feurigen Busch, ja, den Mose zu ihm. Und als er sich nähern will, sagt er: Stopp, zieh deine Schuhe aus, weil dieses Platz, wo du bist jetzt, ist heilig. Und genau so war es beim Josua auch, als Gott ihn ruft, sagt ihm: Zieh deine Sandalen aus, weil dieses Platz ist heilig. Und wenn man so nachdenkt, ist es irgendwie jetzt nicht ganz logisch, warum soll ich meine Sandalen ausziehen? Und ich würde das so sagen, dass Gott heiligt den Menschen und seine Kleidung ist nicht heilig. Dadurch auch, dass er durch diesen Dreck dieser Welt geht und er soll barfuß in den Leib, der geheiligt worden ist vom Gott, auf dem heiligen Terrain sich bewegen. Interessanterweise, dass in 2. Buch Mose 19, als Gott sagt, die Israeliten dürfen nicht hoch, aber Mose darf hoch. Da wird nicht gesagt, du musst deine Sandalen ausziehen. Aber interessanterweise sagt Gott, geh zu seinem Volk und sagt, die sollen erstmal heilige sie und dann sollen sie sich ihre Kleider waschen. Und warum? Dass sie heilig sind im Ganzen, ja, dass sie reine Kleider haben und geheiligt sind durch Mose, aber nicht durch Mose, sondern durch das Wort Gottes, weil es war die Wille Gottes, dass sie geheiligt werden, dass sie geheiligt werden. Da ist interessant, da auf diesem Berg Sinai, da steigt der Mose hoch und runter und da wird ihm aber nicht gesagt, du sollst die Schuhe ausziehen. Es ist auch nicht geschrieben, dass er die Schuhe ausgezogen hat. Er durfte so hochkommen. Und da sehen wir die Souveränität Gottes. Er darf heilig nennen, was er heilig macht. In der Gnadezeit ist es schon gewaltig, was Paulus sagt uns. Dass durch unser Gebet alles geheiligt. Geheiligt ist auch unser Haus, unsere Ehefrau, unsere Kinder, das Essen, für was wir beten. Entschuldigung, einen Moment, ich muss gerade Telefon rausbringen. So, Dankeschön. Entschuldigt diese Panne. Also Paulus sagt, dass durch Gebet wird geheiligt. Das Essen, das Auto, alles, was wir haben, heiligen wir, aber für was? Für den Herrn.
Weil wir leben als nicht, wir leben in das, was wir haben. Unsere Kleider, unser Essen und alles, was wir haben, Auto, Haus, Frau, gehört alles dem Herrn. Und wir heiligen es dem Herrn, das heißt, wir opfern es dem Herrn, auch wenn wir es für uns verzehren, in Dankbarkeit opfern wir. Die Dankbarkeit ist auch eine heilige Opfergabe. Das Volk durfte nicht hoch und runter, durfte nicht mal antasten und kein Wild, kein Tier durfte da, als Gott auf den Berg kam, an die Nähe dieses Berges kommen. Der musste sterben. Aber Mose durfte. Und sogar sagt Gott hier den Mose, Aaron, nimm mit. Er durfte auch nicht. Und hier merken viele auch nicht, dass das Wort, das Rufgut Gottes ist Macht und Gerechtigkeit. Gott will es so, dann macht er es auch so. Und es ist nicht ungerecht, sondern er weiß genau, warum er das so tut. Und Mose steigt zum Gott, steigt zum wieder runter, geht wieder hoch, geht wieder runter und es passiert ihm gar nichts. Warum? Weil er unter dem Schutz des Wortes Gottes ist. Lasst uns mal sehen in 5. Buch Mose. Ah, 23. Das ist jetzt noch Alte Testament. Da sagt der Herr, denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager. Also 5. Buch Mose 23, 15. Dein Gott lebt mitten in deinem Lager, um dich zu retten und deine Feinde vor dir hinaus dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass es nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Was ist denn abstößig? Was stößt die Heiligkeit Gottes von uns weg? Es ist Götzendienst in erster Reihe. Ist geistliche Hurerei. Es ist nicht das, was ich esse und was ich trinke, sondern es sind Sachen, die ich auch nicht in Ordnung bringe. Unversöhnlichkeit, Streitigkeit. Und das schreibt auch Paulus sagt es ganz deutlich, das ist die Parallele zu dem Alten Testament, dass wir den Geist Gottes nicht dämpfen sollen. Durch unsere Sturköpfigkeit, dadurch, dass er uns was lehrt, was uns beibringen möchte, und wir wollen nicht hören, weil wir so selbstgerecht und selbstwissend sind, dass wir seine Leitung nicht hören möchten. Er ist mitten unter uns. Er ist mitten unter uns. Hier in der Alte Testament, in der zweite Buch Mose, ist deutlich geschrieben, dass die Menschen mussten sich heiligen, mussten die Kleider waschen. Ja? Das wird in der Offenbarung, in der Zeit der Antichristus auch sein, Offenbarung 7.
sind diejenigen, die ihre Kleider im Blut Christi gewaschen haben. Das ist ein Akt, und das finde ich sehr interessant in der Wege Gottes, in seiner Leitung so, dass hier sind Menschen, die müssen ihre Kleider, weil Gott kommt und erfordert, dass die Kleider sauber sind. Das ist sein Wille. Und wer das machen will und den Segen erleben möchte, muss es das tun, um dem Herrn zu gefallen. Aber es gibt dann auch eine Art der unwilligen Darstellung, also als zum Beispiel in Zacharia, erste Kapitel, ist, wo der Priester Josua vor dem Herrn gebracht wird und der Teufel ist als Kläger da. Er hat seine Kleider nicht gewaschen. Und der Teufel zeigt die Lage seines Kleides an. Der Teufel zeigt die Lage seines Kleides an und beklagt ihn, ja, wegen seines Zustandes. Und was sagt der Herr dann? Er befiehlt den Engel, dass er ihm neue Kleider geben soll. Da gucke ich mal gerade. Ob ich das gerade finde. Ja, wenn ich in Haggai suche, was in Zacharia schreibt, dann werde ich alt beim Suchen. Aber wenn ich in Zacharia gucke, dann wird es schon besser sein. Ja, in Zacharia 3, nicht 1. Und er ließ mich, den Hohepriester Josua, sehen, der vor den Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dich bedrohen. Satan, ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. In dieser nicht ein Holzscheit, das aus der Feuer herausgenommen ist? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzige Kleider ab. Und sie nahmen ihm, sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Ja? Es ist das irgendwie so eine andere Vorstellung vor dem Herrn. Also wie Josua jetzt dahin kommt, wissen wir nicht. Aber hier zum Beispiel beruft Gott, sagt, das Volk Israel soll vorbereitet sein, ich komme und ich rede mit euch und dann müsst ihr das tun. Und hier ist bei Josua so eine Art wie bei der Entrückung. Ja, wir stehen vor dem Richterstuhl Christi und Paulus sagt: Seht zu, dass ihr nicht nackt seid, auch ohne Kleider. Es werden Christen geben, die gerade nur so begnadigt werden. Und da kriegt man neue Kleider. Das wird bei der Belohnung sein. Es ist manchmal verwirrend, weil die Entrückung selbst werden wir ein neues Leib kriegen,
Aber anscheinend werden wir erst beim Lohn unser vollkommener Zustand erhalten. Ja? Also der neue Leib, das ist da, bei der Entrückung sowieso, aber bei dem Richterstuhl Christi, da werden wir belohnt für das Gute und Böse, sagt in Korinther, Brief, Paulus. Und da sehen wir auch, dass der Kläger keine Chance hat gegen uns, weil wir durch das Blut Christi gereinigt worden sind. Die Heiligung ist in der Gnadezeit ein bisschen anders wie in der Alte Testament oder in der Offenbarungszeit. Weil Alte Testament und Offenbarungszeit ist Judenzeit. Die Gnadezeit gehört weder der Juden noch der anderen Völker, es gehört allen, den ganzen Nationen. Und die Juden sind dann auch in die Nationen eingezählt. Das verstehen viele nicht. Aber die Heiligung in der Gnadezeit, wo man sich selbst heiligen kann und wie das geht, beschreibt Paulus, ich möchte nur ein paar Sachen hier auch zeitlich, will ich nicht zu lang sein. Das sagt Paulus in Römer 11, 16. Wenn aber der Erstling Brot heilig ist, so auch der Teig, und wenn die Wurzeln heilig sind, ist so auch die Zweige. Natürlich in 1. Korinther 3, 17 sagt er, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, denn wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Jetzt ist das Problem, hier sagt man immer, dass mein Leib ist das Tempel Gottes und ich muss dann auf mein Leib aufpassen. Paulus sagt im Gegensatz dazu, dass das bringt eigentlich nicht viel, dass ich zu viel Wert gebe auf die Gesundheit, weil in Nachfolge Jesus erleben wir sehr viel Ungerechtigkeit. Erleben sehr viel, nicht alle jetzt, okay, in Deutschland haben wir noch gute Zeiten erlebt, Hungersnot und Leid. Und Paulus sagt selbst auch viel Sport und so ist eigentlich bringt nicht viel. Und da ist immer ein bisschen die Streitigkeit, davon habe ich auch genug Videos gemacht, dass ich das Tempel Gottes bin und das Ich ist meine Seele und dass ich in diesem Zelt lebe, ist mein Leib geheiligt durch die Präsenz des Geistes Gottes in mir. Und so ist es auch das Fleisch natürlich zu dem Tempel Gottes gehörend. Aber das Fleisch ist unverwüstlich, das vergeht. Und was wirklich wichtig ist, ist meine Heiligkeit zu behalten. Und wie kann ich verderben das Tempel Gottes? Das Tempel Gottes kann ich nur durch geistliche Hurerei verderben. Das, was Jesus gesagt, das ist gegen sein eigen Leib. Wenn ich als Verheiratete mit einer fremden Frau oder fremden Mann zusammen bin, sündige ich gegen meinen eigenen Leib. Und wenn ich geistliche Hurerei treibe und andere Götter durch Okkultismus, durch Esoterik und so weiter und so fort, dann verderb ich dieses Tempel Gottes, weil ich stemme damit den Geist und er muss sich entfernen. Das ist ein Thema für sich. Und da möchte ich jetzt nicht viel ausholen hier.
Und weil es geht mir mehr um die Heiligkeit denen Menschen, die wiedergeboren sind und das ernst nehmen, dass sie selbst der Tempel Gottes sind, dass sie selbst zu dem Leib Christi sind, dass der Christus der Haupt ist. Und von diesen Menschen spreche ich hier. Das, was ich auch täglich lebe und übe und glaube. In 1. Korinther 7,14 sagt auch, dass der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt oder die ungläubige Frau durch den Bruder geheiligt. Sonst wäre ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also Heiligung geschieht erstmal dadurch, dass ich Gottes Kind bin. Die Präsenz des Geistes Gottes in mir heiligt meine Umgebung. Ist dir das bewusst? Heiligt meine Umgebung. Deswegen alles, was heilig ist, kann ich nicht für unheile Sachen benutzen. Soll ich es nicht tun? Soll ich alles als ein heiliges, wertvolles Gegenstand benutzen? Mein Bett, mein Haus, mein Auto, meine Klamotten. Und alles in Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist einer der wichtigsten, wenn man Philipperbrief mal durchliest, Kolosserbrief durchliest, auch Korintherbrief, auch in Römer 12, dann denke ich, ist es deutlich geschrieben, dass alles, was wir haben, in Dankbarkeit, in Lob, in Anbetung, ja, alles durch die Präsenz Gottes, auch die Gemeinschaft, in dem bin ich bin, wird diese Heiligkeit ausgestrahlt. Wenn ich jetzt in eine okkulte Gemeinschaft reinkomme, werden sie meine Präsenz nicht dulden, weil sie diese Heiligkeit, die aus mir rausgeht, auf sie zu, können sie nicht ertragen. Ja, in Epheser 1,4 sagt Paulus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und wenn ich das lese, stelle ich mir auch den Josua dar. Ja? Es ist das Wort Gottes, was mich errettet. Er ist das, dass er mich zu seinem Kind gemacht hat. Und dadurch bin ich geheiligt und tadellos. Nicht meine Perfektion, nicht meine Werke sind es, sondern es ist sein Wort. In Epheser 5, 27 geht Paulus noch weiter, damit er die Gemeinde sich selbst, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzer oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jetzt geht er von uns auf Gemeinde, das Leib Christi. Das, was Jesus Christus, was Gott berufen hat, was er zusammensetzt, ist durch seine Präsenz, durch sein Wort heilig, tadellos, fleckenfrei, runzelfrei. Das ist auch zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 22. Da sagt er, hat er aber nun versöhnt in den Leib seines Fleisches. Durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Es ist das Wille Gottes und das ist Gnadenzeit. Und meine Liebe, das kann ich mir nur eignen,
wenn ich dran fest glaube. Ohne Glaube gehört das alles nicht mir. Sich selbst zu heiligen, da komme ich noch weiterhin. Ja. Okay, in 1. Thessaloniker 2,10, ihr seid Zeugen von und Zeugen um Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir waren, euch den Glaubenden waren. Also wir können auch bezeugen uns gegenseitig, dass einer heilig bei uns, mitten uns wandelt, gerecht und untadelig. Und das ist auch, bezieht sich diese Heiligkeit auch zum Beispiel, was in Titus 1,8 schreibt, dass man gastfrei das gute Lieben, besonnen, gerecht, enthaltsam sein soll. Das ist sehr wichtig. Petrus sagt in 1. Petrus 1,15 auch, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandeln heilig. 1. Petrus 1,16, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das war schon im Alten Testament auch ein Befehl Gottes. Wenn ich heilig bin, sollt ihr auch heilig sein. Wenn ich mit in euch bin, dann möchte ich, dass ihr auch heilig seid wie ich. Und diese Heiligung ist durch den Glauben. Wenn ich an andere Götter glaube, kann Gott neben mir sein, dann ist seine Heiligkeit mein Tod. Weil seine Heiligkeit kann Unglauben nicht akzeptieren. Deswegen sagt auch zum Beispiel 1. Petrus 3,15, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Ich bin jederzeit bereit, über meinen Glauben wirklich offen zu sprechen und auch den Spötter dieser Welt zu sagen, dass egal, was die Welt sagt, ich bin geheiligt, ich bin heilig, weil der Herr heilig ist, in der in mir wohnt. Ich gehöre dem heiligen Vater und er hat mich für sich geheiligt. Ich komme dann gleich weiter, was heißt noch, ich selbst, selbst heiligen? Es ist zum Beispiel in Lukas oder in Matthäus 6, 9, Lukas 11, 2, wenn ihr betet, ist der Vater unser, Vater, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name, wieso muss sein Name geheiligt werden? Was ist der Vater unser? Der Vater unser ist nicht anders als ein Gebet. Ja, es ist ein Gebet. Und er sagt in 1. Timotheus 4,5, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Und dass ich bete, wird der Name geheiligt. Nicht die Person, sondern dein Name werde geheiligt. Ich erkenne die Heiligkeit des Vaters. Und dieses Glauben fordert Gott auch von uns, dass wir glauben in Gebet, dass das, was wir haben, auch geheiligt ist. Wenn ich Dank sage für etwas, dann ist ein Heiligungsgebet
Prozess. Ja? Das ist ein Heiligungsprozess. Ja, ich möchte 2. Timotheus 2,12 mal 2. Timotheus 2,21. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, was heißt von diesen? Mal gucken, ich lese es mal ganz durch. 2. Timotheus. Dass man das Ganze haben. 2. Da nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treue Menschen an, die tüchtig sein werden, und ja, das werden auch andere zu lehren. Und dann sagt er im Vers 21, habe ich gesagt, ich lese aber von Vers 20, in einem großen Haus aber sind nicht alle goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zu Ehre und die aber andere auch Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Herrn, zu jedem guten Werk bereitet. Das Wort sagt ganz deutlich, ich kann mich von im Glauben trennen, von unreinen Dingen, wie auch Götzendienst oder was alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und dadurch werde ich mich selbst reinigen in der Wille und Danksagung. Und er lässt sich als ein Gefäß der Ehre nützlich machen in der Hand Gottes. Gemeinschaft, das heiligt auch. Die Gemeinschaft zwischen Menschen, zum Beispiel Petrus sagt auch, und Johannes sagt es auch deutlich, dass wo viel Liebe ist, Gemeinschaft ist, Vergebung ist, da ist viel Vergebung der Sünde. Es hängt immer an mir ab, wie weit Gott mich heiligen kann. Wie weit schenke ich Glauben seines Wortes? Wenn man so das Wort heilig hört, dann erschreckt man. Aber man soll sich nicht erschrecken. Es gibt einen Grundsatz. Ich glaube, ich gehorche und ich prüfe alles, ob es nach dem Wort dessen ist, an dem ich glaube. Und das ist jetzt Reinigungsprozess. Dass ich immer den Willen des Vaters tun möchte und aber immer alles, was ich habe und was ich nicht habe, sei es Krankheit oder Gesundheit, sei es Geld oder kein Geld, immer in Dankbarkeit, in Anbetung. Und das ist wichtig. Das heiligt und nichts anderes. Es heißt, heiligt Versöhnung. Es heiligt Gemeinschaft. Anbetung, Danksagung. Lob, Preis. Man nimmt alles oft so mit Angst entgegen. Heiligkeit, oh. Das muss kompliziert sein. Nein. Gottes Wege sind eigentlich sehr einfach.
Aber das Problem ist, dass er richtet unsere Menschlichkeit, unsere Sünden, unsere Schwächen zeigt er uns auf. Und das ist das, was wir nicht wollen. Aber wenn du das alles in Dankbarkeit annimmst, heiligst du dich, reinigst du dich durch die Macht des Wortes Gottes. Und das ist gut so. Und Gott segne uns und helfe uns, dass wir viel Einsicht haben, wo wir stehen, was wir ablegen müssen, was wir noch nicht verstanden haben, dass wir in Ganzheit seines Wortes ihm dienen können. Gott segne uns. Ich danke euch für eure Gebete. Ich habe sehr viel Anfechtung in letzter Zeit. Ich merke, dem Teufel macht es überhaupt keinen Spaß, dass ich Videos hier mache. Und ich weiß, es wird auch nicht mehr lange gehen. Bleibt stark im Glauben. Bleibt stark im Glauben. Das Glauben rettet. Das ist das, was Gott von uns will. Das Glauben heiligt. Das ist, was Gott für unser Glauben gibt. Und das Glauben ist ewige Leben. Das ist das Lohn, was wir am Ende haben. Glauben, Gehorsam, Ausharren, Hoffnung. Es lohnt sich. Gott sei Dank.